Hallihallo, hallöle Leute, ja, da bin ich wieder, euer Döskop, und wir zocken heute Pokémon Revolution Online Valentinstag Edition. Oh. Ja, das Weihnachtsevent oder Winterevent, was auch immer, ist vorbei. Jetzt sind wir in der Valentinstags-Edition. Neues Event. Ich glaube, es gibt dann auch dementsprechend eine neue Event-Map. Neue Event-Quests und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob wir da direkt rein starten. Also wir wollten heute erstmal den Pumpkin-Boss machen und dann eigentlich in die Höhenregion reinspringen. Dann ist mir aber eingefallen, hey, warte mal, da war doch noch was. Kanto hat doch noch die Savvy Islands. Das heißt, wir machen heute erstmal nach dem Pumpkin-Boss die Savvy Islands. Und dann müssen wir uns eigentlich mal dann entscheiden, ob wir uns erstmal das Valentinstags-Event angucken oder erstmal Höhen machen. Weiß noch nicht so richtig. Weil wenn wir in Höhen reinsteigen, dann sitzen wir da erstmal fest, ne? Für ja, bestimmt ein, zwei Wochen oder so, bis wir es durch haben. Dauert ja bei uns ein bisschen länger, ne? deshalb bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir erstmal das Valentinstags-Event angucken oder Höhen machen. Überlegen wir uns noch. Aber heute erstmal Savvy Islands. Und hallo Stefan. Alles fit bei dir? Wir befinden uns in Lavandia für den Pumpkin. Ich habe in der Zwischenzeit ein Rattata, ein Rattfatz, auf Level 80 gebracht. Das heißt, wir könnten jederzeit in Höhen reinspringen, wann wir wollen. Aber wie gesagt, wir machen erstmal Pumpkin, Savvy und dann überlegen wir uns, ob wir Valentinstags-Event machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dafür jetzt wieder eine extra Insel gibt, eine extra Region oder wie das läuft. Das müssen wir uns erstmal angucken. Und moin Xela. Oder guten Abend eigentlich. Also Pumpkin Boss, der ist ja hier irgendwo. Da. Ich habe jetzt auch mal deine Auswahl geändert. Du hast ja selber gesagt, du wolltest dein, wie hieß es nochmal, Sableye auf Quirtle wechseln. Habe ich jetzt gemacht. Ja. Ich habe es mir mal angeguckt, dieses Quirtle. Es hat keine Entwicklung. Es ist super langsam. Es ist Monofeuer. Das wird so nervig. Das wird so nervig. Ich weiß jetzt schon, dass es nervig wird, weil es immer als letzter angreift. Weil es ist super langsam. ja, Torkoal. Das da. Das wird spaßig. Makargo oder Kamarupt. Kamarupt wäre interessant gewesen. Da ist noch Boden mit dabei. Naja. Kamarupt gönnst du mir nicht. So gemein, oder? Wenn die Zuschauer absichtlich schlechte Pokémon wählen, weil sie mir die guten nicht gönnen. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Naja, vielleicht arbeiten wir da zumindest mit Wettereffekten oder sowas. Drought. Mal schauen. Vielleicht finden wir eins. Quassel ist jetzt nicht so schlecht. Für die Story reicht. Pumpkin King.
Also ich gehe mal davon aus, dass der Pflanzen-Pokémon hat. Oder sowas. Oder Geist. Ich weiß gar nicht. Halloween basierender Boss, Pflanze, Geist. Entweder mit Gengar oder mit Tornupto rein. Ich würde einfach mit. Ich glaube, der war nicht so schwer. Ihr sagt ja selber, der hat nicht mal einen Schwierigkeitsgrad. Ich gehe da einfach mit Tornupto rein und zerfetz alles. Event ist noch nicht ab. Echt? Ich habe schon Bilder gesehen irgendwie von irgendwas. Aber kann sein, dass das vielleicht Leute sind mit Beta-Access. Und ich habe jetzt mal nachgefragt. Weil mich das wirklich, das hat mich jetzt wirklich gewurmt. Das ist das Thema mit den Bossen und den drei Schwierigkeitsgraden. Bosse hatten am Anfang keine Schwierigkeitsgrade. Fakt. Das ist Fakt. Die ersten Bosse, die gekommen sind, hatten alle keine Schwierigkeitsgrade. Das wurde später erst hinzugefügt. Ja. Ich habe nachgefragt im Discord und ich habe es gegoogelt. Beides. Ich hatte recht. Bosse, damals, als ich gespielt habe, hatten keinen Schwierigkeitsgrad. Die hatten alle einfach Level 120er Viecher mit Max IV und gut trainierten EV. Aber die hatten keine Schwierigkeitsgrade. Damals brauchte man keine Schwierigkeitsgrade, weil die waren quasi schon alle auf Hard Mode. Mit Level 120, weißt du? Und Top IV und gut trainierten EV. Die waren alle schon Hard Mode quasi. Und ich habe die damals alle besiegt. Ja, ich hatte gute Teams damals. Anyways. Jetzt gucken wir uns mal den Pumpkin King an. Run along, Child. Lauf weiter, Kind. Was willst du? Ich möchte kämpfen! Bist du dir sicher, dass du das drauf hast, du Punk? Ja. Du denkst also, du bist gut, hä? Na, dann werden wir sehen, ob du dich mit dem Pumpkin King anlegen kannst. Was? Ich dachte, der hat Pflanze und eventuell Geist wegen dem. Aber. Also ich beschwere mich jetzt nicht. Unlicht und Stahl, da bin ich mit Feuer trotzdem gut dabei, aber. Aber warum? Warum Unlicht, Stahl? Was hat das mit dem Pumpkin zu tun? Das Messer, was den Kürbis schneidet? Bei Sharp. Ist langsam. Da kann ich auf jeden Fall mit einer Eruption reingehen. Der ersten Gegner direkt weggerotzt. Schacke! Da kann ich auf jeden Fall auch eine Eruption machen. Ist neutral, aber hat nicht gereicht? Wow, hat nicht gereicht. Hätte ich vielleicht Earthquake machen sollen. Ist ja krass, dass es nicht gereicht hat. Ja, ist mir klar, dass es nicht effektiv ist, weil gegen Feuer nicht, aber gegen Käfer ja, deshalb wieder neutral. Aber dass es nicht gereicht hat, ist krass. Earthquake ist auch mal eins, ja? Ja. Krass, oder? Es hat halt echt verdammt hohe defensive Stats. Das muss man dem viel lassen. Jan Mega. Ist das die Megaform? Nee, ne? Bin ich mir von der Geschwindigkeit nicht sicher. Natürlich nicht die Megaform. 95. Ich bin der Meinung, ich müsste schneller sein. Hunderter Base.
Ja, ich hab's halt nicht extra trainiert dahingehend. Ich weiß nicht. Ich denke, ich bin schneller. Nee, ich bin nicht schneller. Gut, dass der bloß Protect gemacht hat. Dann machen wir Flamethrower. Aua. Bis jetzt läuft's gut. Drei Pokémon sind schon weg und ich bin noch bei meinem ersten. Roserade. Also Eruption ist ja jetzt schon keine Option mehr. Die Frage ist, ob der Flamethrower reicht oder ob wir Burn abgehen. Aber wenn wir Burn abgehen, dann haben wir keinen Step mehr. Wir probieren es mit dem Flamethrower. Er reicht, okay. Die alle one-shotten kann. Wieder auf der Shuckle. Ist das noch Pflanze? Ist noch Pflanze, ja. Okay. Ich hoffe, das reicht. Es reicht. Kann ich den ernsthaft mit meinem Tornopto? Oh, okay. Okay. Den werde ich nicht mehr one-shotten. Der ist Psycho und. Nee, Fairy und Flug. Okay. Fairy. Mal gucken, ob der Burn-Up reicht. Nee. Wow. Also der Pumpkin King, hattet ihr recht, ist wirklich mit Abstand der einfachste. Ich habe ihn mit einem Pokémon besiegt und das ist nicht mal ein richtiges PvP-Pokémon. Ja. Relativ gute Stats, muss man schon lassen, naja. Für ein Starter-Pokémon ist das eigentlich brutal, dass das so eine IV hat. Für einen Starter echt krass. Ja. Ne, cool. Hier ist deine Belohnung. Okay. Pawniard? Pawniard? Ist das jetzt von dem Unlichtstahl? Ja, genau. Die erste Form. Alles klar. Und PvE-Coins. Jetzt verschwinde, Kind. Du solltest, was? Aha, du solltest mal den Goldenrod Blumenladen besuchen. Die haben dort ein paar echt nützliche Beeren. Okay. Okay. Ja, den Boss haben wir relativ easy geschafft. Ah, stimmt. Ja, das stimmt. Wir haben das voll easy geschafft. Ach so, man kann jetzt Bären kaufen. Ah, okay. Das ging wohl vorher nicht. Aha, okay. Cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Orania City. Und schauen uns die Savvy Islands an. Dazu würde ich aber ganz ehrlich mal sagen, wir legen die Level 100 da ab, weil es einfach keinen Sinn macht, die noch jetzt hier weiter mitzuleveln. Und ich glaube, auf den Savvy Islands waren die gar nicht so stark, die Gegner. Da könnten wir jetzt quasi ein neues Team zusammenstellen aus unseren noch nicht Hundertern. Warst du noch nie? Du bist der Pokémon-Professor. Warum warst du noch nie an diesen Orten? Da kann man eigentlich hin, bevor man nach Johto geht, nachdem man Kanto geschafft hat.
Nur mit MS, ja. Okay, kann sein, dass man MS braucht. Das kann schon sein, ja. Aber damals, als ich gespielt habe, weißt du, da gab es ja bloß Kanto und Johto. Da habe ich halt auch alles erforscht, was es damals gab. Da war ich natürlich auch auf den Savi Islands. Jetzt gibt es ja so viel mehr Content. Voll cool. Wir schieben dich auf den PC. Dich auch. Und deine Wenigkeit auch. So, jetzt haben wir ein Sherox. Das würde ich so lassen. Ein bisschen was fangen, ein bisschen was klauen. Das Gengar würde ich drinnen lassen. Das Wildplume, warum nicht? Ja. Welche nehmen wir jetzt mit dazu? Was haben wir als Auswahl? Wir haben. Ich überlege. Wir haben ein Quappo. Wir haben einen Morlord. Wir haben einen Glurak. Wir haben einen Geowatz. Wir haben. Oh, was haben wir denn noch alles? Ich müsste hier mal aufräumen. Alles rausschmeißen, was ich nicht brauche. Aber ich wollte die erstmal alle entwickeln und dann rausschmeißen. Hier. Wir haben einen Morlord, einen Georock. Ich würde die mal alle irgendwie an einem Platz schmeißen. Dass sie jetzt alle ganz hinten landen. Ampharos. Quappo. Müsste es jetzt eigentlich gewesen sein, ne? War das Gumi? Sepsipper. Das Ding, ne? Hübsch aus. Ah, Glurak. So, genau, jetzt sind alle hinten dran. Also Tornupto, Shuckle und Pikachu haben wir weggelegt. Ich habe das mal versucht bei Level zu sortieren, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Es hat nie funktioniert. Das war ganz merkwürdig. Deshalb wollte ich jetzt nicht rumexperimentieren. Ich habe es jetzt selber sortiert. Also, wir haben einen Moorlord und ein Quappo als potenzielle Wasser-Pokémon. Dann haben wir einen Glurak und einen Ampharos. Und ein Geowatz. Was denkt ihr, was sollen wir mitnehmen? Für die Savvy Islands. Geowatz ist eigentlich cool. Ich weiß nicht. Wenn ich Glurak und Ampharos nehme, habe ich wieder kein Wasser-Pokémon. Habe ich wieder kein Wasser-Pokémon. Ich würde gerne Quappo oder Quagsire, also Morlord, mitnehmen. Dann müsste ich aber jetzt einen von denen austauschen. Was meint ihr? Ich hätte es schon gerne drinnen gelassen. Also Giga Drain ist schon ziemlich cool. Ich weiß es nicht. Ja, es wäre nicht ja wirklich zum Fangen da. Es wäre halt wegen Giga Drain eigentlich nur da. Aber ja, wenn theoretisch könnte ich es rausnehmen.
Und dann halt Morlord oder Quapor mitnehmen. Was denkt ihr? Quapor vielleicht? Ist nicht ganz so langsam, oder? Quapor ist zumindest nicht ganz so langsam. Das Lustige ist, der ist Kampf, aber hat keine einzige Kampfattacke. Ah doch, Wake Up Slap. Dann nehmen wir den. Komm. Dann machen wir das so. Genau. Oh, der hat Mew. Gib mir dein Mew oder ich töte dich. Ich glaube, wir brauchen 150 Spielstunden, ne? Wir kommen langsam dahin. Wir können bald ein Mew fangen. So, jetzt muss ich natürlich noch Items draufpacken. Charizard, eventuell. Habe ich noch ein Charcoal? Nee. Alternativ könnte man auch, wie heißt denn das Item nochmal, das effektive Attacken stärker macht. Wie heißt denn das Item, was uns effektive Attacken Expert, danke. Warum nicht, oder? Der hat Boden, Flug, Feuer, Drache. Er hat eine relativ große Range. 4 verschiedene. Kann nicht schaden, ne? So. Dann kriegen wir endlich mal unser Charizard gelevelt. Das ist ja schrecklich, wie es auf Level 71 rumgurkt. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu den Savvy Islands. Ich setze mich mal kurz noch ein bisschen höher hin, dass ich hier nicht so rumlungere. Auf zum Atem. Jemand verfolgt mich. Oh mein Gott, es verfolgt mich. Ah, ah. Habe ich gar nicht gemerkt. Savvy Island Transport. Ja, du bist auf Insel 1, wa? Also, wenn ich mich richtig erinnere, läuft das hier so, dass man die Savvy, dass man jetzt die Insel 1 nicht mehr verlassen kann, bis man hier die Quest gelöst hat. Und dann kann man zur Insel 2 und so weiter und so weiter. Also, man hängt jetzt ja auch quasi ein bisschen fest, wie auf so einer, wie wenn man einen neuen Kontinent betritt. Willkommen zum, zu der Insel 1 Archipel. An sonnigen Tagen trete ich hinaus und blicke auf den Vulkan. Das ist meine tägliche Routine. Wow. Du machst ja echt viel, du. Ihr habt ja auch echt viel zu tun, ne? Also ich meine, ein Bücherregal, eine Spüle, ein Kühlschrank, keine Betten, ein Tisch und 4 Stühle. Krass, ne? Also da hat man schon viel Unterhaltung hier. lass mich mal nachdenken. Wann war das letzte Mal, dass der... Oh Gott, wie heißt denn der Mount Ember? Also Ember ist Glut. Der Glutberg? Heißt der so, Glutberg? Wann war das letzte Mal, dass der Glutberg, erupted ist? Also ein Vulkan, was macht ein Vulkan? Ich würde jetzt nicht sagen explodiert. Was macht denn ein Vulkan? Ja. Eruptiert, keine Ahnung.
Ich wünschte, ich könnte Pokémon mit meinem Freund tauschen, der weit weg lebt. Dafür gibt's doch Internet. Hallo? Auf dieser Insel ist ein enormer Vulkan. Er ist schon. Mir fehlt das Wort gerade. Was macht denn ein Vulkan? Außer Lava zu spucken. Wie nennt man denn den Prozess, wenn er Lava spuckt? Keine Ahnung. Er ist schon lange nicht mehr hochgegangen. Also, warum nicht ein bisschen wandern gehen? Wie nennt man denn das bei einem Vulkan? Ich komme da gerade nie drauf. Ausbruch. Ja, er ist schon lange nicht mehr ausgebrochen. Ja, hast recht. Ich war eine Legende. Dann hat Squid mich hier zurückgelassen. Tacos! Was? Verstehe ich nicht. Also eine Event-Map gibt es noch nicht, aber Event-Formen gibt es schon. Okay. Zu einem Valentinstags-Event, ne? So. Die jungen Leute wollen alle in die großen Städte abreisen. Aber ich möchte für immer hier bleiben. Ja, es hat Vorteile und Nachteile, auf so einer einsamen kleinen Insel zu leben, ne? Du hast deine Ruhe, aber du hast auch nicht viele Leute. Und das Schwierige ist ja, da überhaupt dann eine gescheite Arbeit zu finden. Wovon lebt man dann? Selbstversorgend? Alles selbst anbauen? Norden, die Kindle Road. Also Kindle ist sowas wie Zündholz oder sowas. Ne, Zunder. Zunder halt. Zunderstraße. Die brennende Straße. Ja. Ich glaube, für Wilde packen wir Sherox nach vorne. Der kann entweder was klauen oder was fangen. Hier ist nichts weiter, okay. Geht's nach Norden? Kann der was haben? Nein. Dann ist er unwichtig. Ein Gegner. Ja. Ha! Ich renne, weil ich's kann. Wie jetzt? Oh. Ich dachte, ich habe Glurak nach vorne gepackt. Habe ich nie aufgepasst. Ich hätte hören können, ich habe Glurak nach vorne gepackt. Ziemlich gut. So, jetzt aber. Ich mag die Aussicht auf den Ozean. Kein Kampf. Den habe ich bis jetzt noch nicht. Schnappen wir uns das mal.
Das ging aber einfach. Der hat sich selbst eingeschläfert. Das ist cool. Wer vergräbt denn bitte Citrusberry im Mondberg? Sei froh, dass du auch was bekommst. Da ging es noch weiter, ja. Ich das nicht mag, wenn es so viele Wege gibt. Wenn ich da wieder runtergehe, das bringt mir gar nichts, ne? Ich wette, du denkst, ich bin hierher gesurft. Falsch. Wie bist du da hergekommen? Geflogen, ja? Aber wir können Flug nicht benutzen. Nicht außerhalb des Kampfes. Und außerdem findet man immer was aus Dickspots. Immer? Nee, manchmal gibt es Bosskämpfe. Naja, ich würde eher sagen, das Pokémon hat mich gefunden. Ich wollte das Pokémon nämlich nicht. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen das Radfahrts gelevelt und bin so ein bisschen so die Pokestops abgelaufen und die Schauflerspots und sowas. Und da habe ich beim Schaufeln im Mondberg dieses Schwert-Pokémon gefunden. Wie hieß denn das nochmal? Das heißt, glaube ich, nicht Sword, ne? Nee. Genau, Hohen Edge. Genau. Habe ich gestern im Mondberg gefunden. Da war ich ein bisschen überrascht. Ha, großartiger Kampf. Xela, was it you or Griever? Ich glaube, das war Griever. Bin mir nicht ganz sicher. Willst du den links? Achso, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht geguckt, aber ich habe ihn noch in meiner Liste. Diesen Pokémon Rot Animationstrickfilm. Der geht, glaube ich, 3 Stunden oder sowas. Da habe ich den noch nicht geguckt. Die Zeit muss man erst noch finden. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Moment, ich guck mal nach. So ein 3-Stunden-Ding, wo es irgendwie um die Kanto-Story geht. Und so ein bisschen noch mit Fanfiction mit dabei. Pokémon Red Full Game Animation. Der Film geht 3 Stunden 26. Ja, gut, du hast ihn auch schon gepostet. Aber genau der da. Werde ich mir demnächst mal in Ruhe angucken. Aha, ich, der Trickmeister, habe mich selbst innerhalb dieses Pokéballs versteckt. So, bis später. Gehst du jetzt den Film gucken? Nee, klar, lass dir schmecken.
Guten Appetit. Sogar meine Tricks können dich nicht hereinlegen. Vielleicht werde ich eines Tages Bag-Item sein, also ein Taschen-Item. Komisches. Ich könnte da unten in die Höhle gehen oder hier weiter surfen. Bin mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Mein Ferraligator ist der Beste. Ferraligator ist doch, wie heißt denn der? Also von Karnimani die letzte Stufe. Irgendwas mit Croc. Nee. Croc war die Mittelstufe irgendwas. Boah, ich komme nicht drauf. Wie heißt denn das Vieh? Wir haben jetzt gerade angefangen, den neuen Black Panther Film auf Disney Plus zu streamen. Black Panther 2, wo die wo dann halt eine Frau der Black Panther ist. Meinst du das? Habe ich noch nicht geguckt, ne. Werde ich vielleicht auch nicht gucken. Ich bin von den aktuellen Marvel-Filmen irgendwie nicht mehr so angetan, muss ich sagen. Seit Avengers Endgame ist so ziemlich irgendwie die Luft raus. Und die Filme, die kommen irgendwie, finde ich gar nicht so interessant. Oh Gott. Das war ja gar nicht gut. Warum habe ich auch Dragonclaw gemacht? Earthquake müsste stärker sein, oder? Ja, Earthquake müsste stärker sein. Aber nicht sehr viel stärker. Autsch! Anscheinend ist er es wohl nicht. Hm, 150 HP. Haben wir einen Hyper? Naja. Ich mache einfach mal bloß eine 100er Heilung. Ich war ein bisschen Mumu-Milch einkaufen. Aber leider nicht viel. Du kannst ja pro Tag leider bloß 12 holen. Hier geht's echt weiter, ja? Dann gehe ich erstmal wieder zurück und wir gucken uns die Höhle an. Hallo Abdo! Alles fit im Schritt. Der versteht mich eigentlich gar nicht, der spricht bloß Englisch. Ich spreche trotzdem Deutsch. Pokémon in Ember Spa. Oh, das ist eine Spa. Ah, schön gemütlich. Willkommen zur Glut-Spar. Also, die können einen heilen. Das kostet Geld. Nee, danke. Ist ja lächerlich. Ihr wollt Geld für eine Heilung? Das Pokémon Center macht's kostenlos.
Hab nachgeschaut, ob der ein Item hat. Oder haben kann. Hat sich dieses Dick da hierher gegraben? Merkwürdig. Können Diktas schwimmen? Haben Diktas Füße? Arme? Lass uns kämpfen! Oh, sehr schön. Lammenwerfer. Abdo, I think he's asking you. Because my viewers can decide my team for the next region, for Höhen. And the starter is still undecided. We got Rico, Hydropy, Mudkip, or was ist Flamly auf Englisch? Torchic. Torchic. So decide which one you prefer. Ah, fuck. I haven't seen Trico yet. Wait, I'll show you. Oh Gott, was ist das? Here, take a look. Those are the starters. Trico, like a little green plant lizard. It will evolve into this thing. Or Torchic, a little fire birdie. It will evolve into this one, fire and fighting, and Mudkip. It will evolve into this little thing here. Pick one. We are doing a vote. So I won't pick just what you say, but based on the highest vote count. Okay. So, jetzt können wir weitermachen. Wobei ich eigentlich nicht will, dass er das Falsche wählt. Wenn wir Pech haben, dann habe ich drei Wasser-Pokémon. Abdo, pick one. Pick one. Fire one. So, also haben wir Abdo mit Flamly. Also, bei Gekabo haben wir 3 Stimmen, bei Hydropy 2 und bei Flamly jetzt auch 2. Bin aber gespannt. Noch ist ja ein bisschen Zeit. Was? Du hast 6 Wasser-Pokémon? Warum? Warum? Na gut, wenn man ein Wasser-Team baut, wenn man ein Wetter-Team baut, was basiert auf Regen oder so, dann verstehe ich das. Jeha! Was für ein großartiger Kampf, Kumpel. Ja.
Jiha. Hier oben wird es ja ziemlich warm, du. Bereite dich vor, dem Zorn der Poison Cloud, also der Giftwolke Gang, entgegenzutreten. Ja, und was willst du gegen den Rest von uns anstellen? Ja, ich weiß ja noch nicht, aber solange ihr mir alle One gegen, also 1 gegen 1 gegen mich kämpft, wird's easy. Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt zwei Wege, die ich gehen kann. Hier lang oder... Also innen oder außen? Nein! Nein! Es ist Action Jackson. Warum ist Action Jackson hier? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, leck mich im Arsch. Na gut. 2-1, Risiko. Ready to rumble.